Herr Pasterzky, eigentlich wollte die Berliner AfD am Wochenende ihren Landesparteitag abhalten. Nun musste er zum dritten Mal verschoben werden. Was ist denn der Grund? Der Grund ist, dass der Vermieter bedroht worden ist, und zwar auch seine Familie bedroht worden ist. Man ihm gedroht hat, dass man ihm möglicherweise Schaden zufügt. Daraufhin hat der verantwortliche Richter beim Landgericht Berlin entschieden, dass man das dem Vermieter nicht zumuten kann, dass der Parteitag dort durchgeführt wird. Ich halte das für ein fatales Urteil, weil es damit Tür und Tor öffnet für jeden Extremismus, um Vermieter und auch andere Personen von der Erfüllung von Verträgen abzuhalten. Sie sprechen von dem Vermieter der Location. Können Sie den denn rein aus persönlichen Gründen verstehen? Natürlich kann ich den verstehen. Das würde uns genauso gehen, wenn wir selbst bedroht werden. Es waren offensichtlich zwei Männer, die ihn am Auto abgefangen haben mit einem Messer und haben gesagt, wir wissen, wo du wohnst. Wir wissen auch, dass du eine Familie hast. Wir wissen, wo deine Familie wohnt. Also man hat offensichtlich die Familie und ihn mit dem Tode bedroht. Natürlich kann ich ihn verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass der Rechtsstaat sich hier so vorführen lässt, denn eigentlich hätte der Richter sagen müssen, hier muss Recht und Gesetz durchgesetzt werden. Es war ein gültiger Mietvertrag, wir haben alles richtig gemacht. Und da hätte man mit der ganzen Macht des Staates, mit der ganzen Gewalt des Staates, hätte man eigentlich dafür sorgen müssen, dass dieser Parteitag durchgeführt wird. Was würden Sie sich denn wünschen, wie es jetzt weitergeht? Sie haben ja schon den regierenden Bürgermeister angeschrieben im letzten Jahr und der Senat hat auch schon gesagt, er ist dafür nicht zuständig. Wie kann es jetzt weitergehen? Also Politik ist kein Wünschschirber, sondern wir werden jetzt natürlich schauen, dass wir alle Möglichkeiten prüfen. Ziel ist es, den Parteitag schnellstmöglich durchzuführen, weil wir sind ja auch laut Parteiengesetz dazu angehalten, den Parteitag so schnell wie möglich durchzuführen. Und da werden wir alle Optionen werden wir ausloten. Wir werden uns weiterhin um private Räumlichkeiten bemühen. Wir werden natürlich auch ins Land Brandenburg schauen. Aber ich erwarte, dass uns hier der Senat tatsächlich auch hilft. Denn es ist offensichtlich so, dass in Berlin private Vermieter ihres Lebens nicht mehr sicher sein können, wenn sie mit der AfD einen Mietvertrag eingehen. Und da sollten eigentlich beim Senat alle Alarmglocken angehen, denn das heißt, die Demokratie wird ausgehöhlt, der Rechtsstaat wird ausgehöhlt und das darf sich ein regierender Bürgermeister, ein Senat nicht bieten lassen. Welche konkrete Unterstützung stellen Sie sich da vor? Ich stelle mir vor, wenn wir einen Antrag stellen auf Räumlichkeiten, dass wir auch tatsächlich öffentliche Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen, die adäquat sind, die ausreichend groß sind, die entsprechend gesichert werden können. Mal angenommen, diese Unterstützung kommt jetzt nicht und Sie müssen selber ran. Welche Kriterien muss denn überhaupt ein Raum erfüllen für einen Parteitag dieser Größe und welche Möglichkeiten haben Sie noch? Ich glaube, es kursiert so die Zahl von 170 Absagen, wenn ich nicht täusche. Haben Sie da überhaupt noch Möglichkeiten, irgendwo anders anzufragen? Natürlich haben wir Möglichkeiten. Ich hatte es ja schon erwähnt, wir könnten beispielsweise ins Land Brandenburg ausweichen. Aber das ist nur die letzte Möglichkeit. Weil ich denke, für eine Partei, die in Berlin ansässig ist und die eine Berliner Partei ist, muss es möglich sein, in Berlin einen Parteitag durchzuführen. Und eigentlich müssten die Regierenden und alle Politiker hier in Berlin müssten daran interessiert sein, dass so etwas auch in Berlin durchgeführt wird. Denn letzten Endes ist es ja so, im Moment trifft es noch uns, die AfD. Wer weiß, ob es morgen nicht die CDU trifft, die FDP trifft oder möglicherweise andere Parteien. Also hier wird die Demokratie, das Demokratieprinzip ausgehöhlt und hier müssen alle Demokraten müssen sich gegen diesen Versuch stellen, dass man Recht und Gesetz nicht mehr durchsetzen kann. Sie haben ja angekündigt, nicht erneut für einen Vorstandsposten zu kandidieren. Jetzt braucht die AfD Berlin aber von nächsten Montag an einen neuen Notvorstand. Stimmten Sie denn dafür bereit? Wenn ich berufen werde, bin ich natürlich jederzeit gerne bereit, das auch wieder zu tun, weil ich habe ja den Landesvorsitz inne gehabt und ich bin es gewöhnt, als ehemaliger Soldat Dinge zum Ende zu bringen. Und das würde ich natürlich auch tun, aber wir werden mal sehen, wie das Gericht entscheidet. Vielleicht entscheidet das Gericht ja, dass andere das tun sollen. Ich werde mich natürlich diesem Urteil beugen.